Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es weiter mit dem Aussortieren von meinem Kleiderschrank. Ich hatte diese Videoreihe ja vor einiger Zeit angefangen. Und für die, die sie nicht kennen, es läuft immer so ab. Meine persönliche Assistentin und engste Freundin Jill geht in meinen Kleiderschrank, weil irgendwann ist man ja auch betriebsblind, und sucht Sachen raus, wo sie denkt, ey Özlem, vielleicht solltest du nochmal drüber gucken, ob du das wirklich behalten willst. Weil das Ding ist, ich habe einiges abgenommen mit Weide. Und man sieht es leider nicht so in meinem Gesicht. Ich habe ein sehr aufgequollenes Gesicht, weil mein Lifestyle irgendwie nicht so gesund ist. Weil letztens fragte jemand, ja, wie viel hast du denn abgenommen? Ich glaube, es sind mittlerweile 8 Kilo, 7 oder 8 Kilo. Aber halt beim Rest. Und ich muss auch sagen, dass mein Kleiderstil sich sehr wandelt aktuell und schon seit einigen Monaten. Zum Beispiel trage ich meistens Schlaghosen. Und das voll gerne. Und ich habe festgestellt, dass das auch meiner Figur ganz gut tut. Und auch so Bodies, das ist jetzt auch so ein Body zum Beispiel, mag ich super gerne. Was ich noch nie vorher mochte oder sonstiges. Ich trage auch gar nicht mehr so gerne schwarz. Ja, jetzt habe ich ein schwarzes Outfit an tatsächlich, aber ich fand das so ganz schick. Aber ich hing gestern auch vor meinem Kleiderschrank und habe halt die Sachen angeguckt und dachte, ich habe gar keinen Bock auf komplett schwarz irgendwie. Da ist auf jeden Fall einiges in Bewegung und deswegen sortiere ich regelmäßig aus und wir machen das jetzt so. Es werden immer die Szenen eingeblendet, wo Jill spricht und euch halt zeigt, was sie rausgesucht hat und was sie sich dabei gedacht hat. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat oder sonstiges. Ich sehe das erst im Nachhinein. Dann komme ich mit den Sachen, die hat sie mir bereitgelegt und gucke halt mit euch, was ich behalte und was nicht. Darum geht's heute in diesem Video. Let's go! So, ich glaube, der Blickwinkel ist so ganz gut. Es handelt sich nämlich hier auch nur um Oberteile. Und ich bin richtig gespannt, was sie sich dabei gedacht hat. Weil das hier habe ich mir vor kurzem neu gekauft und fand die Farbe total schön. Ich hatte eine Farbberatung, da haben wir festgestellt, dass mir so Royal Blau und sowas ganz gut steht. Was für ein Problem hat sie mit meiner Jacke? Bei dieser Jacke habe ich mir gedacht, dass Özlem sich die mal genauer angucken sollte, weil sie die tatsächlich noch nie getragen hat. Also ich habe sie auf jeden Fall noch nie in dieser Jacke gesehen. Und deswegen dachte ich mir, gucken wir mal, ob ihr die überhaupt noch gefällt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie man sie denn überhaupt kombiniert, ob sie irgendwas im Kleiderschrank hat, was dazu passt und worin sie sich dann auch wohlfühlt. Ja, und deswegen dachte ich mir, wir gucken die mal gemeinsam an. Ja, Digga, wahrscheinlich, dass die Jacke einfach groß ist und keinen Schnitt hat. Ja, ich bin halt auch noch nicht so in diesem Schnittgame drin, ne? Ich hatte halt eine Farbberatung, aber halt kann auch nichts Schnittmäßiges. Ja, und ihr kennt ja vielleicht auch meine Regel, alles, was schlechter ist als eine 3, sortiere ich aus. Ja, das ist schon schlechter als eine 3. Ja, ich weiß auch warum. Ich war mit Jill zusammen einkaufen und mit einer anderen Freundin. Und das war kurz vor Ladenschluss. Und ich hatte die Jacke gesehen und habe sie dann einfach mitgenommen, weil die auch krass reduziert war. Weil ich nur die Farbe sah, die ich gut fand. Aber ja, die tut ja gar nichts für mich. Also, nein, schlechter als eine 3. Okay, wird auch sortiert. Ey, kommentiert gerne fleißig mit, weil ich lerne auch von euren Kommentaren mehr über mich und Style und sowas alles. Da würde ich mich voll freuen, wenn ihr ganz fleißig mit kommentiert. Guck mal, dann hat Jill diese Jeansjacke hier aussortiert. Warum? Bei dieser Jacke hier habe ich mir tatsächlich gedacht, dass Özlem die mal anprobieren kann und gucken kann, ob ihr die überhaupt so wirklich passt oder so noch. Zudem habe ich sie tatsächlich noch nie in dieser Jacke gesehen. Und deswegen dachte ich mir, sie könnte ja mal gucken, ob das überhaupt noch ihr Stil ist. Weil meistens, wenn sie Jeansjacken anhat, dann hat sie immer hellblaue Jeansjacken an. Und deswegen dachte ich, sie könnte ja mal gucken, ob ihr die überhaupt noch gefällt. Die habe ich auch mir vor einiger Zeit neu gekauft, weil meine Lieblingsjeansjacke habe ich in Finnland verloren. Die sieht doch, glaube ich, gut aus. Guck mal, ich habe hier einen Spiegel. Ja! Hä? Warum wollte sie das aussortieren? Das ist doch... Ich meine, okay, ich krieg sie nicht zu. Aber ich habe mal gehört, so Blazer und Jeansjacken macht man nicht zu. Ja, aber ich habe sie bisher auch noch nicht angehabt. Deswegen sortiere ich halt auch aus. Guck mal, das Ding ist, ich kriege auch Sachen zugeschickt. Ne, so, da muss ich auch mal gucken. Dann verändere ich meinen Stil komplett. Fast alle Hosen, außer die ich mir neu gekauft habe, sind halt enge Hosen. Ich bin mittlerweile voll auf dem Schlaghosentrip. Finde ich gemütlicher, schicker. Oh, ist das schwer, diesen Knopf zuzukriegen. Warte mal. Digga, wenn es so schwer ist, solltest du eigentlich auch die Zeichen... Ja, okay, scheiß auf den Knopf, wir kriegen den nicht zu. Aber hä, ich glaube, das ist eine süße Jeansjacke. Also die hat ja hier so einen ganz leichten taillierten Kram. Bewegungsfreiheit ist okay. Wieso ist die denn hier hinten so komisch? Das ist sie hier nicht. Seht ihr das? Hier ist sie so zusammengefaltet. Warum? Frech. Krass, habe ich auch vorher nicht gesehen. Hier auch. Stört mich das? Aber ich gucke doch eh nicht von hinten. Aber ich habe halt auch andere Jeansjacken, weißt du, wie ich meine? Ja.
Welche Note würdet ihr der geben? Die ist schon süß. Die ist schon niedlich. Ich behalte sie erstmal und warte ab, welche Note ihr der Jeansjacke gibt. Nach meinem Notensystem. 1 ist das Beste, 6 ist das Schlechteste und eigentlich alles, was schlechter ist als 3, kommt raus. Aber nee, die behalte ich erstmal. Dann gucke ich, ob ich sie wirklich anziehe. Wenn nicht, werde ich sie aussortieren. Als nächstes haben wir hier so ein altrosa T-Shirt. Das habe ich mir vor langer Zeit mal auf dem Flohmarkt geholt. Ja, aber ich weiß, dass diese Farbe mir nicht steht. Mir steht so ein bestimmter Roséton, aber das nicht. Probieren wir es mal an. Machen wir weiter mit diesem Oberteil hier. Bei diesem Oberteil, das ist wirklich bei mir etwas Persönliches, warum ich das hier habe. Und zwar ist es einfach so, in echt sieht es super, super verbraucht, sag ich jetzt mal schon, aus. Also es ist nicht mehr so schön optisch, finde ich persönlich. Und ich finde, sie hat so viele schöne neue Sachen, die einfach nur vor sich hinhängen. Und deswegen denke ich mir, können wir uns nicht bitte einfach von diesem Oberteil trennen, damit wir Platz für Neues haben und damit sie auch mal ihre neuen Sachen auch wirklich trägt. Aber an sich ist es natürlich ein Basic-Oberteil, kann man immer gebrauchen. Aber ich glaube einfach, sie hat so viele schöne neue Sachen, dass das wirklich ein Oberteil ist, von dem wir uns endlich trennen können. Da fing ich gerade so ein bisschen an mit rosa und weißt du, wie ich meine? Das fällt mir dann auch manchmal schwer, mich von Sachen zu trennen, weil die erinnern mich dann auch an irgendwas. Ja, okay, du hast ja ein rosa T-Shirt gekauft, weil du halt angefangen hast, Farbe zu tragen. Nee, oder? Also weder vom Schnitt noch von der Farbe. Nein, wir müssen uns trennen. Ich meine, ein paar Erinnerungen, ja, okay. Eine Followerin hatte letztens voll die coole Idee. Sie sagte, ey, wenn du so ganz besondere Erinnerungsstücke hast, pack die doch zum Beispiel irgendwie in eine Kiste oder sowas, wenn du sie nicht trägst, aber behalten möchtest. Aber ja, ich habe mir mal ein rosa T-Shirt gekauft, weil ich Farbe... Nein, komm weg. Probieren wir das nächste. Was? Was hat sie gegen mein süßes babyblaues T-Shirt? Machen wir weiter mit diesem Oberteil hier. Ich kann schon sehen, man erkennt leider nicht die Farbe auf dem weißen Hintergrund. Das ist so ein helles Mintgrün-Blau irgendwie so. Es ist ein sehr, sehr schönes Oberteil. Aber ich glaube einfach, dass das nicht mehr zu Özlem Stil passt. Und deswegen dachte ich mir, dass sie ja mal gucken kann, ob sie das überhaupt noch leiden mag. Da unsere Aussortierreihe ja jetzt schon sehr lange geht, glaube ich einfach, selbst wenn sie das schon mal anprobiert hat, dass es sein kann, dass ihre Meinung jetzt dazu anders steht. Und deswegen nehmen wir euch dabei mit. Was hat Jill gegen meinen süßen Pullover? Wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, was für ein Pullover? Es ist ein T-Shirt, hä? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich das Teil besitze. Ich weiß auch nicht bei solchen Schnitten, ob sie mir stehen. Ich glaube aber nicht, weil ich habe das Gefühl, es tut halt nichts für meine Figur. Weißt du, wie ich meine? Die Farbe finde ich ganz süß, ist okay, ist jetzt nicht perfekt, ist auch nicht schlecht. Es ist halt auch leicht zu groß, es ist halt XXL. Ich sortiere die meisten Sachen in XL tatsächlich aus. L ist manchmal auch ein bisschen zu groß, aber ich bin halt mit M, weiß nicht. Ich habe mir bisher 2 Jogginghosen in M gekauft und ja, mal gucken. Aber nee, also ich glaube allgemein, dieser T-Shirt-Schnitt steht mir nicht. Ich habe einige T-Shirts in diesem Schnitt, weil ich halt immer so der Meinung war, auch ein bisschen mit kaschieren und bla. Ich sag euch ehrlich, ich mache auch viele Fehlkäufe, ne? Weil dann weiß ich, okay, mir steht eine Farbe, dann sehe ich die auf dem Flohmarkt, dann nehme ich das mit, obwohl es vielleicht nicht der optimale Schnitt ist und dies und das und voll komisch. Aber lasst uns realistisch sein, das T-Shirt tut irgendwie nichts für mich. Ja, nee. Schlechter als eine 3, kommt weg. Dann machen wir mal weiter mit diesem schönen Oberteil hier. Das hat sie sich tatsächlich neu gekauft, aber tatsächlich noch nicht anprobiert. Und deswegen dachte ich mir, nutzen wir doch gleich die Gelegenheit und legen das hier auf den Haufen, damit sie gucken kann, ob sie es behält oder eben nicht. Ja, aber an sich ist es ein sehr hübsches Oberteil, es ist neu. Ich kann dazu nicht viel sagen, außer dass ich halt möchte, dass sie einfach guckt, ob es ihr überhaupt gefällt, weil sie es halt noch nicht anprobiert hat. Ja, das hier, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das habe ich zugeschickt bekommen, aber das ist irgendwie voll viel, was ich da geschickt bekommen habe, war viel zu groß und ich habe alles zurückgeschickt, außer das hier, weil das kam irgendwie 2 Wochen verspätet an. Ja, okay, wir müssen nicht weiterreden, es ist viel zu groß. Also viel zu groß. Ich denke mal, sie wird es rausgetan haben, weil es zu groß ist. Ja, es wird auch aussortiert. Machen wir weiter mit diesem Oberteil hier. Dieses Oberteil habe ich eigentlich einfach nur rausgesucht, weil ich gucken wollte, ob ihr das überhaupt noch gefällt. Weil tatsächlich, ich finde, das ist ein mega cooles Muster. Aber es ist natürlich auch ein sehr spezielles Oberteil. Und ich frage mich, ob sie das überhaupt tragen würde noch. Und deswegen habe ich das mal mit auf den Haufen getan. Oh, das Teil... Shein XL. Ich glaube, das habe ich auch mal auf dem Flohmarkt gekauft. Weil ich habe mal 2 bei Shein bestellt für 2 Videos. Das ist aber auch sehr lange her. Und ich habe, glaube ich, alles zurückgeschickt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwas behalten habe. Ja, ich weiß auch nicht mit meinem Crop-Top-Kram. Also ich würde gern Crop-Tops tragen, aber irgendwie, wenn dein Problem, dein Bauch deine Problemzone ist, halt auch schwierig, ne? Also ich finde es ja dann auch nicht hübsch. Meistens. Nein.
Nein, also ich finde das auch voll hässlich mit diesem schwarzen Kram irgendwie. Aber es war halt auch eins der ersten weißen Sachen, wo ich gemerkt habe, weiß könnte gut aussehen. Nein, auch das wird aussortiert. Wir müssen realistisch bleiben. Das kommt auch weg. Aha! Jill hat meine Biker-Jacke, die ich mal richtig geil in so einem Second-Hand-Laden geschossen habe, aussortiert. Warum? Machen wir weiter mit dieser Jacke hier. Und zwar ist das so eine... Ich weiß gar nicht mal, wie man diesen Stoff nennen soll. Sieht ein bisschen aus wie so eine Lederjacke. Ja, die habe ich einfach nur rausgekramt, weil das Größe 40 ist. Und ich glaube einfach nicht, dass Özlem da noch reinpasst. Deswegen, also es ist eigentlich einfach nur wegen der Größe. Es ist eine coole Jacke. Ich habe sie nie an Özlem gesehen und deswegen, was ich auch bei der Größe verstehen kann. Deswegen gucken wir mal gemeinsam, ob sie da noch reinpasst. Ja, Digga, weil das Größe 40 ist. Deswegen. Ja, das ist doch scheiße, wenn das so spannend. Weil ich finde, von vorne sieht die nicht schlecht aus. Ja, aber die ist auch abgeblichen ein bisschen, ne? Verblichen. Hier hängt ein Faden raus. Ja, das ist etwas, was ich jetzt auch in den letzten Monaten stärker betrachte, dass ich nicht random auf dem Flohmarkt Sachen kaufe, nur weil sie günstig sind. Weil wenn du halt viele Sachen kaufst, ist halt auch nicht mehr günstig. Weißt du, wie ich meine? Manchmal kaufe ich auch aus Mitleid was. Also ich gucke zum Beispiel bei Kindern... Also was heißt aus Mitleid? Aber weil ich denke, die Person freut sich dann. Weil ich kenne das ja von mit Flohmärkten und da Sachen verkaufen oder da stehen und sowas. Und ich gucke auch immer bei Kinderständen. Oder wenn ich Leute sehe, die wirklich sehr arm aussehen, ob ich extra was finde vielleicht. Ja, ich weiß auch nicht. Schade, weil die sieht von vorne ganz gut aus, bis auf mein Sixpack, Speckpack. Ja, die spannt. Ja, Größe 40 bin ich nicht. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt krass abnehmen würde, würde ich nicht Größe 40 sein, allein wegen der Oberweite halt, ne? Weiß ich nicht, also schon schwierig. Obwohl, nein, okay, wir sortieren sie aus. Wir bleiben realistisch. Machen wir weiter mit diesem Oberteil hier. Also ich glaube nicht mal, dass das ein Oberteil ist. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Kleid ist. Und ja, das habe ich eigentlich einfach nur rausgesucht, weil ich mich frage, ob Özlem sowas überhaupt trägt. Ich weiß nicht mal, wie ich das hier richtig halten soll, dass man das richtig sieht. Es sieht sehr süß aus. Es ist sehr, sehr leicht. Also was Schönes für den Sommer. Aber die Frage ist, wozu man sowas überhaupt anzieht und ob Özlem sowas überhaupt noch anzieht. Und deswegen gucken wir uns das mal gemeinsam an. Aha, auch so ein typischer Flohmarkt-Fund von mir. Britney Spears steht da drauf. Krass, hat Britney Spears Kleidung gemacht? Ja, das wird schon schwierig, weil... Ja, mittlerweile probiere ich auch auf dem Flohmarkt Sachen an und so, weißt du, wie ich meine? Aber ja, das ist jetzt so eine luftige... Mann, luftige Weste? Also für mich ist das halt so eine Weste und mich erinnert so eine Weste immer an einen Kittel. Kittel! Wenn sie jetzt vorne so zu wäre, ich mag solche Tunikas eigentlich, wobei ich sagen muss, dass die Farbe jetzt auch nicht so viel für mich tut. Plus so als Weste ist das für mich halt Kittelfeeling. Man kann das bestimmt schön tragen und mit einem Gürtel schick kombinieren. Aber ich finde, die Farbe ist jetzt auch nicht optimal für mich. Also ich habe das ja bei dieser Farbberatung gehabt, so einen ganz bestimmten Rosaton, der ganz gut an mir aussieht. Der ist es nicht. Ist für mich eine 4, 4 minus sogar. Kommt weg. Bei diesen beiden Oberteilen hier habe ich mir gedacht, dass Özlem sich ja mal zwischen einer der beiden entscheiden kann, weil man sieht es zwar nicht so gut in der Kamera, aber die beiden haben relativ dieselbe Farbe und sind sich auch an sich sehr ähnlich, nur dass der halt keinen tiefen Ausschnitt hat. Und außerdem hat sie den auch noch nie getragen. Und deswegen dachte ich mir, da sie so viele Klamotten hat, kann sie sich mal zwischen einer der beiden entscheiden. Ah, guck mal, das sagte Jill mir. Sie sagte, wenn sie zwei Sachen irgendwie zusammengehangen hat, dann weil die sich sehr ähnlich sind. Und wir haben jetzt hier halt diese zwei Pullover, die halt sehr ähnlich sind. Beides Only, beides XL. Der hier sogar noch mit Etikett. Da habe ich festgestellt, dass mir ein schönes Grün auch stehen kann. Aber ich gehe jetzt schon davon aus, da ich eigentlich für alles von Only, was XL hat, oder fast alles, aussortiert habe. Ja, dass das hier auch der Fall sein wird. Guck mal, der macht ja auch irgendwie nichts. Hier ist sehr viel Luft, so ein bisschen Luft zum Kaschieren, okay, aber manchmal, wenn man kaschiert und Sachen mit Luft trägt, machen die einen auch dicker. Also, nee, der sieht aus, als hätte ich eine Speckschwarte, weil er halt schon nicht so ein bisschen schön oversize ist, sondern, nee, der kommt weg. Gucken wir mal den anderen an. Ja, guck mal, das ist halt das Ding. Die hat da schon gutes Auge für, weil ich selber bin betriebsblind. Ich laufe da vielleicht durch und denke so, ja, aber man weiß ja nie und und ach nee, das habe ich doch daher und das habe ich da gekauft. Guck mal, so ein V-Ausschnitt, finde ich, so ein leichter V-Ausschnitt, sieht besser aus als jetzt dieser Rundhalsausschnitt, oder? Schreibt mir mal, was ihr bitte denkt. Also, weil ich habe V-Ausschnitte nie gemocht und das ist ja ein leichter, aber ich finde, die sehen schon besser aus an mir als so Rundhalsausschnitte. Ja, das ist eigentlich auch schlechter als eine 3. Aber ich finde den jetzt auch nicht super schlecht. Aber ich überlege halt, wozu würde ich den tragen? Guck mal, wenn ich jetzt die Hose, die ich habe hier,
Könnte man den nicht so hübsch in so eine Hose stecken? So eine High-Waist-Hose? Wirkt schon anders, ne? Ja, von der Seite ist natürlich Schmutz. Weil ich will auch nicht alle Pullover aussortieren. Ich habe nicht so viele. Ich habe auch fast alle meine Hoodies aussortiert. Wisst ihr, wie ich meine? Was echt krass ist, weil ihr wisst, ich bin kleiner Gammler. Aber so zum Beispiel finde ich das ganz süß. Es ist eine sehr krasse 2-. Wir behalten es mit einer großen Grenze und gucken mal. Ja. Ja, da haben wir jetzt echt fleißig aussortiert. Also bis auf 2 Sachen ist alles weg. Also da hat Jill schon ein gutes Auge für gehabt. Ja. Vielleicht motiviert euch das ja auch ein bisschen auszusortieren. Ich habe auch von manchen gehört, dass sie mein Schulnotensystem übernommen haben. Und das freut mich natürlich sehr. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare und was ihr über das Ganze denkt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.